Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen YouTube-Video, nachdem mir jetzt ein bisschen Ruhe auf dem Channel war. Vermehrt kamen Kommentare, wann wieder was kommt. Jetzt ist es soweit, wir hatten in der Zwischenzeit den ein oder anderen Vlog mal gebracht, haben das aber nicht ganz so durchgezogen, weil es uns persönlich auch nicht 100% gefallen hat. Jetzt gibt es aber wieder, wie ich hoffe, etwas professionellere Videos, auch vielleicht Videos, die einen gewissen Mehrwert bieten können, natürlich im Bereich Sneaker. Heute soll es wieder um einen Sneaker-Invest gehen, beziehungsweise ein Wertentwicklungsvideo zu einem gewissen Sneaker oder beziehungsweise zu einer Slide. Ich denke, ihr seht schon, es geht um die Yeezy Slide. Wir sprechen heute darum, was da vorgefallen ist mit Kanye, was da vielleicht in Zukunft noch kommt, was vielleicht nicht kommt. Wir sprechen auch darüber, was hier drin ist. Dazu kommen wir aber gleich. So, wir haben hier den Yeezy Slide Onyx, der Anton hat letztens im Raffle gewonnen für Retail, 70 Euro. Mittlerweile geht er für 100 bis 150, ganz unterschiedlich, je nach Size. Ich dachte eigentlich an den Produktbildern, dass der eigentlich fast komplett schwarz ist, aber ich muss sagen, jetzt so in echt, ich hoffe, es kommt auch auf der Cam einigermaßen rüber. In echt ist es allerdings eher so ein grauer Colorway. Ich würde sogar schon fast sagen, dass es gar nicht mal so ein dunkelgrau ist. Wie gesagt, ich hoffe mal, ihr könnt es gut erkennen. Optisch gefällt er mir sehr, sehr gut. Ich habe den Pure Colorway von 2021. Eher was Helleres, weil ich eigentlich, wie gesagt, dachte, der ist dunkler. Aber so an sich, muss ich vielleicht mal einen anderen fragen, ob er den behalten will. Aber eigentlich habe ich mir den anderen gekauft, den ihr gleich sehen werdet. Auf jeden Fall sprechen wir heute darüber, wie wird sich dieser Slide, beziehungsweise diese Slides generell, wie werden die sich entwickeln? Gehen die hoch, gehen die runter? Es kommen ja immer mehr Colorways, was ja eigentlich eher gegen Yeezy Slide spricht, weil Adidas direkt viele Modelle auf den Markt wirft. Allerdings bin ich der Meinung, vor 2 Jahren war es ja so, dass Yeezy Slides eher so, also wenn du Yeezy Slides anhattest, war eher so ein bisschen cringe, also da war das noch gar nicht etabliert. Ich weiß noch, Lars hatte damals schon welche, das sah super weird aus, damals noch. Die waren aber im Resell relativ hoch, der OG Colorway ist natürlich jetzt immer noch etwas hoch. Jetzt hat sich das Ganze wieder etwas normalisiert, die Nachfrage ist höher, aber Adidas hat viele weitere Modelle auch schon direkt natürlich auf den Markt gehauen. So Colorway ist der Pure, den ich habe, der kostet mittlerweile, ich glaube, ich habe mir den für 180, 200 Euro geholt. Ist natürlich immer unterschiedlich nach Size, StockX-Gebühren, ja, nein, ich glaube, ich habe mir die geholt, als es keine Gebühren gab an dem Tag. Aber ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass wir den richtigen Hype erst noch sehen werden um die Yeezy Slides. Ich denke, nächsten Sommer. Diesen Sommer waren die schon gut gefragt, aber ich glaube, dieses Slide-Game wird auch noch von vielen, vielen Marken nächstes Jahr noch mehr aufgegriffen. Nike hat jetzt was gemacht mit dem Nike Offline. Ich habe auch viele Streetwear-Brands gesehen, die Slides jetzt bringen, aber ich glaube, der Sommer neigt sich halt schon dem Ende zu. Ich meine, heute ist der 1.8. Vielleicht haben wir noch, wenn es gut läuft, einen heißen Monat, vielleicht 5, 6 Wochen. Dann ist das Thema aber schon durch. Sprich, da ist jetzt kein Spielraum mehr groß für Brands, noch was Neues zu entwickeln. Deswegen glaube ich, dass sie sich das fürs nächste Jahr auf jeden Fall auf die Fahne schreiben, da sagen werden, dass sie angreifen werden. Und, falls ihr es mitbekommen habt, es gab ja zwischen Kanye und Adidas, da hat Kanye wieder random was auf Twitter gepostet, dass er anscheinend der Meinung ist, dass die Adidas Adilette 22, die wir uns gleich hier anschauen werden, eine billige Kopie von seinen Yeezy Slides ist. Vielleicht, wenn ich den Tweet finde, können wir den ja nochmal einblenden. Da hat er irgendwie Adidas gecalloutet, hat gesagt, das geht gar nicht. Der CEO soll irgendwie von Adidas soll ihn anrufen. Er will das klären. Wir können ja mal kurz zusammen reinschauen. Ist auf jeden Fall schon mal nicht so schön verpackt wie der Yeezy Slide. Ich habe den jetzt einfach mal hier exemplarisch mitgebracht. Das ist der MX Colorway. Liebe Grüße an Nunzio, den habe ich nämlich bei Release nicht bekommen, aber mein Bruder Nunzio hat ihn mir für Retail 60 Euro, also 10 Euro günstiger als der, verkauft. Dankeschön nochmal. Ich denke, wir werden auch ein bisschen was am B-Roll einblenden. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Findet ihr, die sind sich so ähnlich? Ich meine, gut, Adidas hat halt die Adilette, die sie schon immer haben, einfach ein bisschen futuristischer, 3D-Druckermäßiger rausgebracht. Ich bin der Meinung, dass das jetzt nicht so verwerflich ist, aber würde mich auf jeden Fall mal eure Meinung dazu interessieren. Jetzt kommen wir aber zum ganz spannenden Punkt. Was hat es mit der Wertentwicklung zu tun? Nämlich, ich kann es mir schwer vorstellen, aber bei Kanye weiß man ja nie, könnte ich mir auch vorstellen, dass Kanye sagt, es wird keine Yeezy Slides mehr geben, so aus Trotz. Wisst ihr, was ich meine? Dass er sagt, die haben mich kopiert, das war meine Wave, jetzt mache ich einfach was Neues. So, die kriegen jetzt kein Geld mehr von mir, weil das ist ja klar, Adidas verdient dann jedem Paar, denke ich, einen ordentlichen Teil mit. Falls es passieren sollte, werden alle Yeezy Slides im Wert explodieren. Da das eher unrealistisch ist, würde ich jetzt nicht empfehlen, sich darauf zu verlassen, das ganze Kinderzimmer oder die Wohnung voll zu hauen, nur mit Yeezy Slides. Was ich aber definitiv der Meinung bin, ist, dass sie nächstes Jahr noch teurer sein werden. Also nicht unbedingt, wenn ihr jetzt Reseller seid und sagt, ich muss da
Profit X rausholen, sondern wenn ihr einfach mit dem Gedanken spielt, würde ich es auf jeden Fall jetzt machen. Vielleicht würde ich noch bis nach dem Yeezy Day warten, der ist ja am 3.8. Wir nehmen das Video gerade am Montag, den 1.8. auf. Es kann sein natürlich, dass da diverse Restocks kommen. Das ist natürlich bei Adidas auch immer so ein Thema. Sie restocken sehr, sehr gerne ihre Schuhe, die eigentlich super teuer sind. Als Rumor für den Yeezy Day gilt ja auch der Turtle Dove, der 350 V1. Also wenn der wiederkommt, ist meiner Meinung nach sehr negativ. Und das ist ja auch, ich meine, gut, es gibt auch Leute, die haben sich einen Reset für 1.000, 2.000 Euro gekauft und es wird einfach gerestockt. Fände ich, glaube ich, auch nicht so cool. Auf jeden Fall überlegt es euch. Ich denke, die Schuhe werden auf jeden Fall hochgehen. Auch wenn immer mehr Colorways kommen, werden so normale Colorways wie der Pure, auf jeden Fall der Onyx, der OG Colorway, ich glaube, ist ja der Bone, immer steigen bzw. relativ wertbeständig sein. Aber ich habe es bei meinen eigenen Slides festgestellt, die haben auch einen relativ hohen, sag ich mal, Verschleiß. Ihr seht ja hier unten diese Rillen, also die Outsole, die sind wirklich unfassbar gedämpft, diese Schuhe. Das ist super leicht, die sind vom Tragekomfort noch ein bisschen besser als die Adilette. Aber was ich damit sagen will, ist, wenn ihr euch das Paar wirklich als Invest zulegt, dann tragt ihr auf keinen Fall, ich meine nur im Büro hier an. Klar, das hat auch einen gewissen Verschleiß, aber da sind unten schon die Rillen sehr, sehr abgenutzt. Also die könnte ich habe die vielleicht jetzt ein, zwei Monate an, die könnte ich vielleicht noch 50, 60 Euro dafür bekommen. Also dafür, dass ich die für 200 gekauft habe und die nur Indoor getragen. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ja, so viel wieder zum ersten Video nach der YouTube-Pause, nenne ich es jetzt einfach mal. Schreibt mir auf jeden Fall gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Auch super gerne zur Adilette 22. Da kamen ja auch viele Restocks jetzt bei About You und so. Wenn ihr wollt, schreibt auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr dazu ein Wertentwicklungsvideo, sag ich mal, sehen wollt. Ansonsten sehen und hören wir uns dann im nächsten Video. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Channel. Peace.